Herzlich willkommen wieder alle zusammen auf www.blogmonetarisieren.de mit dem Blog Geld verdienen. Genau das ist unser Thema hier. Und vor kurzem hat jemand in der Community die Frage gestellt: Wie kann ich denn auf meinem WordPress-Blog dem User helfen, wenn ein Link in einem neuen Fenster geöffnet wird, indem ich den Zurück-Button des Browsers umprogrammiere? Denn wird ein Link in einem neuen Fenster geöffnet, hat der User ja noch gar keine Seite vorher besucht. Das heißt, der Zurückbutton hier ist dann deaktiviert und er müsste die Seite schließen. Was sehr schade ist, das wollen wir nicht. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Entweder besorgen wir uns ein Premium-Theme, ein Kauf-Theme, welches diese Funktionalität unter dem Synonym Bounce bereits bietet. Möglichkeit Nummer zwei, wir kaufen uns ein Plugin, das diese Möglichkeit bietet. Oder Situation Nummer 3, und das ist jetzt wie Weihnachten für euch, weil für kurze Zeit verschenke ich das Skript. Das ist ein Copy-Paste-Strip, was ich geschrieben habe. Das bettet ihr einfach in irgendeinem Artikel ein und der Browser-Button ist mit einer von euch festgelegten URL umprogrammiert. Ihr geht auf blogmonetarisieren.de, klickt auf kostenloses PDF, dann gebt ihr einmal kurz ein, wie ihr heißt, damit ihr euch mit Namen ansprechen kann in der E-Mail und die E-Mail-Adresse eintragen, damit ich weiß, wohin ich die ZIP-Datei, den Link zu der ZIP-Datei schicken soll. Die ZIP-Datei selbst sieht so aus, da habe ich euch zwei Sachen eingepackt. Sache Nummer 1, eine HTML-Datei als Demo, damit man auch mal sehen kann, dass das Ganze funktioniert. Hier wird ein neues Fenster geöffnet und im Normalfall ist der Browser-Zurück-Button genauso wie der Vor-Button ja deaktiviert. In diesem Fall haben wir ihn selber umprogrammiert über JavaScript und haben unser Blog monetarisieren hinterlegt. Wenn wir jetzt da draufklicken, dann wird der User automatisch auf die von uns festgelegte Seite geleitet. Dann Schmankerl Nummer 2, ihr bekommt von mir eine komplette Dokumentation von dem Skript, weil ich weiß selber, wie ärgerlich das ist, wenn man so ein tolles Skript auf YouTube präsentiert bekommt, aber das dann im Nachhinein abtippen muss. Halte ich für unsinnig, deshalb gebe ich euch das ganze Skript mit Dokumentation, wie ihr eure eigene Internetadresse eintragt, wie ihr eine Zeitverzögerung nutzen könnt und wie ihr das Skript komplett copy-paste in irgendeinen Artikel einbettet, sodass der Browser-Button umprogrammiert ist. All das bekommt ihr von mir. Ich wünsche euch viel Erfolg damit. Links wie immer in der Videobeschreibung. Und wer möchte, darf das natürlich teilen, abonnieren, was auch immer. Das ist mich Latte Macchiato. Wichtig ist, macht das Beste daraus und viel Erfolg.